liebe Leute aus dem politischen Mainstream, diesmal nicht. Diesmal werdet ihr es nicht schaffen, die Opposition kaputt zu machen. Wir in der AfD wissen, ihr habt Übung damit. Übung damit, zusammen mit etablierten Medien ein Meinungskartell aufzubauen. Übung damit, den Inlandsgeheimdienst politisch zu instrumentalisieren. Den kontrolliert ihr ja. Aber ihr löst damit kein einziges politisches Problem. Die Krise in Wirtschaft und Gesellschaft wird jeden Tag tiefer. Die Krise, die ihr mit euren Corona-Maßnahmen verursacht. Die Migrationskrise kommt zurück durch den Migrationspakt zwischen EU und Afrika. Die Energiepreise steigen immer weiter. Hunderttausende im Automobilsektor müssen um ihre Arbeitsplätze fürchten. Durch eure Politik. Die Sparer werden jeden Tag weiter enteignet, um den Wert ihrer Altersvorsorge gebracht, mit jeder Milliarde, die die EZB neu druckt. Und wenn ihr die Macht immer mehr nach Brüssel zentralisiert, werden die Menschen immer mehr das Europa der Vaterländer zurückfordern. Ihr glaubt vielleicht, ihr kommt damit durch, weil ihr die Hilfe von Medien habt, die Hofberichterstattung machen, weil ihr euch auf die Big-Tech-Konzerne im Silicon Valley verlassen könnt, die immer mehr auf Zensur setzen. Aber das, so eine auf links getrimmte Gesellschaft, fühlt sich gar nicht mehr nach freiem Westen an. Und die Leute spüren das. Und es gibt das Internet und das könnt ihr nicht abschalten. Dort gibt es viele freie Medien, freie und unabhängige Plattformen. Und die AfD ist da. Wir sind in den Stadträten, in den Gemeinderäten, in den Landtagen, im Deutschen Bundestag und im EU-Parlament. Wir lernen unser politisches Geschäft. Und die Leute draußen haben ein feines Gespür dafür, wo ihr mit eurem Machtmissbrauch beginnt. Deshalb sage ich, diesmal nicht. Ihr werdet es nicht schaffen, die Opposition kaputt zu machen. Die AfD ist da, die AfD bleibt. Und die AfD wächst.